So Leute, was war gestern los? Agit Kabel hat einfach gepostet, dass er rassistisch angegangen wird und keinen Bock mehr darauf hat und sich dazu äußern will. Lass uns heute mal ein bisschen über Rassismus reden und gucken wir mal genau, was Agit Kabel gesagt hat, dann sage ich meine Meinung dazu. Und mit diesem Video beende ich auch dieses Thema und will danach nie wieder darauf eingehen. Also let's go. So Leute, wenn ihr dieses Video seht, werde ich so Gott will im Urlaub sein. Deswegen, ich habe jetzt ein paar Videos vorgedreht. Die Zeiten sind schon eingestellt. Ich hoffe, es gefällt euch die nächsten Tage. Ja, ich habe einiges vorbereitet. Also kommen wir direkt zum Thema. So, wie wir hier sehen können, er sagt, es wird zu wenig über Rassismus in Deutschland geredet. Da muss ich auf jeden Fall reingrätschen. Es wird zu viel über Rassismus geredet. Leute, die letzten Tage auf TikTok, man scrollt und da sieht man irgendwelche Leute, die sich ganze Zeit beleidigen, ja, über Völker reden, über Religionen debattieren, über die verrücktesten Sachen miteinander debattieren und beleidigen sich einfach gegenseitig. Momentan sieht es meiner Meinung nach gar nicht gut aus in Deutschland und es wird sehr, sehr viel über Rassismus geredet, über Parteien und so weiter und so fort. Ihr wisst, dass ich mit Edmond mal einen Talk hatte, da hat er auch über einige Sachen geredet, da habe ich meine Meinung auch mit dazu gesagt und dieses Video ist durch die Decke gegangen. Das Video hat sogar eine bestimmte Partei genommen, ja, die kennt ihr alle mit den drei Buchstaben und ich habe diese Videos alle rausholen lassen. Ich habe nichts gegen Meinungen. Ihr könnt für diese Partei sein, ihr könnt auch für andere Parteien sein. Es ist gar kein Problem für mich, aber ich möchte mit meinem Content damit nichts zu tun haben. So, Agit Kabel schreibt, ich bin in diesem Land geboren und aufgewachsen, habe in diesem Land Immobilien, ich habe meine Firmen in diesem Land. Obwohl ich mittlerweile mein Geld im Ausland verdiene, versteuere ich meine Einnahmen hier in diesem Land. Broski, ich sag dir ehrlich, größte Fehler, was du machen kannst. Wenn du viel Geld verdienst, dann, ich würde einfach wegziehen, Leute, glaubt mir das. Wenn ich so viel Geld wie Agit Kabel verdienen würde, ich würde gar nicht mehr hier leben. Ich sag euch ganz genau, wie es ist. Hier in unserem Land werden einfach viel zu viele Steuern genommen, ja. Man hat sehr viel Papierkram. Die haben die Blitze erhöht, die haben die Strafzettel erhöht, die Strompreise sind irgendwo da oben, die Benzinpreise sind irgendwo da oben und dazu noch müssen wir Steuern zahlen. Agit Kabel will sagen, ey, ich trage doch was bei, gibt doch so viel Steuern ab und warum werde ich immer noch rassistisch angegangen? Dazu muss ich eine Sache sagen, rassistisch angegangen wird man ja meistens von irgendwelchen Bürgern. Die Bürger haben nichts von diesen Steuergeldern. Das ist ja nicht so, dass jetzt Finanzamt zu dir kommt, zum Beispiel oder zu mir kommt, ey, du, Punkt, Punkt, Punkt. Das machen die ja nicht. Das sind meistens die Leute, die da draußen sind. Ja, und die erkennen das nicht an. Denen ist egal, ob du hier geboren bist. Denen ist egal, ob du eine deutsche Staatsbürgerschaft hast. Denen ist diese ganze Sache egal. Letztes Mal habe ich zum Beispiel mit einem Kollegen gesprochen, und er ist selber noch nicht mal ein deutscher Staatsbürger und will mir sagen, ey, ihr müsst dahin gehen, ihr müsst hier hingehen, ihr müsst dahin gehen. Und will mir sagen, wie es in Deutschland ablaufen soll. Da habe ich ihn gefragt, bist du überhaupt deutscher Staatsbürger? Und er hat gesagt, ja, ich bin kein deutscher Staatsbürger. Da habe ich gesagt, was hast du denn hier zu melden überhaupt, dass du irgendwelche Leute mit deutschen Staatsbürgerschaften kritisierst und angehst? Also momentan geht es drunter und drüber, aber was ich auf jeden Fall sagen kann zu Agit Kabel Broski, wenn du das hier sehen solltest, ja, zieh weg einfach. Ja, melde dich irgendwo anders an und nimm dein Cash mit. Finanzamt juckt sich nicht um dich, die ganzen Leute jucken sich nicht um dich, deine Familie juckt sich um dich und sonst kein anderer. Deswegen, ich würde gar nicht auf sowas achten. Dann sagt er, auf höchster Bühne repräsentiere ich als Sportler dieses Land. Versuche Brücken zu bauen, wenn es um Integration, sportlichen Ehrgeiz und Motivation für die Jugend geht. Und dennoch bekomme ich immer und immer wieder maximalen Rassismus zu spüren. Habe mich dazu bisher nie geäußert oder ist an die große Glocke gehangen, aber bald werde ich ausführlich dazu Stellung nehmen. Es reicht. Also ich habe schon mal ein Video dazu gedreht. Ich habe mal auf Agit Kabel reagiert. Er war ja bei den Deutschen zu Gast und da hat er über diese Sachen gesprochen, ja. Dass Leute in den Kommentaren ihn beleidigen, dass Leute sehr, sehr kritisch unterwegs sind, dass er sehr viele Hater hat und Deutschland ihn nicht großartig unterstützt. Und als dann Agit Kabel gegen Sanchez gekämpft hat, gab es ja dann in Deutschland so eine kleine Bewegung, ja, was The Zone angeschubst hat, alle für Agit. Mit der deutschen Flagge und den Farben dazu. Wir haben da alle teilgenommen, aber das heißt nicht, dass wir immer noch Rassisten in diesem Land haben. Was ich aber trotzdem sagen muss, in diesen Videos haben auch sehr viele Leute geschrieben, ey, ich bin Deutsch und ich feiere Agit Kabel, ich unterstütze ihn. Also wir müssen auf jeden Fall sagen, dass es auch sehr viele, viele deutsche Brüder hier draußen gibt, die Agit Kabel unterstützen. Das kann man nicht sagen, dass keiner ihn unterstützt oder die Leute einfach die ganze Zeit sagen, ey, du bist ein K, du bist ein dies, du bist ein das, du bist ein Ausländer. Weil der Typ ist kein Ausländer, der ist hier geboren, der hat die deutsche Staatsbürgerschaft und immer wieder, wenn er in den Ring steigt, zeigt er die deutsche Flagge. Was ich dazu sagen kann, ist zum Beispiel damals, als George Foreman Gold geholt hat, bei der Olympia, hat er die amerikanische Flagge hochgehalten, ja, und war sehr, sehr stolz. Und als er zurück nach Hause gegangen ist, waren sehr viele Leute von ihm einfach enttäuscht, weil die gesagt haben, ey, die gehen uns hier alle rassistisch an und du zeigst die amerikanische Flagge, obwohl keiner uns hier akzeptiert als Amerikaner. Was will ich damit sagen? Ich will auf keinen Fall die Geschichte von Amerika und mit den schwarzen Brüdern da jetzt mit Agit Kabel vergleichen, aber was ich euch damit sagen will, alle haben ihre Struggles. Trotzdem musst du einfach weitermachen, einfach dein Geld machen und auf alles scheißen. Ich würde Geld machen, würde ihr wegziehen, scheiß auf die ganzen Rassisten, scheiß auf diese ganzen Leute da draußen, ja, und irgendwelche Leute, die euch nicht akzeptiert. Macht euer Ding. Das Letzte, was ich noch sagen kann, ist, ich liebe Deutschland, ja. Ich wurde eigentlich so gut wie noch nie rassistisch angegangen. Ich denke zum Beispiel, ich beherrsche die Sprache ganz gut, obwohl ich hier und da ein paar Fehler mache. Das ist ja auch ganz normal. Deswegen, Leute, lasst uns einfach zusammenhalten. Lasst uns keinen Unterschied zwischen uns machen. Ich bin mal gespannt, was Agit Kabel noch dazu sagen wird. Er sagt, er wird sich nochmal dazu äußern, aber ich wollte mal kurz meine Meinung dazu abgeben. Abonnieren und Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fight on Test.